Bin wieder da. Nee, keine Linsensuppe. Sondern, gutes altes Schnitzel. Und ich krieg grad Durst. Ups. Ja, weil meine Wasserflasche gerade leer gegangen. Also, weil ich die gerade leer getrunken habe. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen laut ist? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. So, ich versuche. Ja. So, ich kann dir meine Mail ins Netz schicken, wie das von der T-Com. Eieiei, T-Com. Ich würde übrigens gerade nochmal einen meiner Mods darum bitten, in meinem Discord zu schreiben, dass ich das Spiel wechsle. Weil ich das jetzt gerade nicht hinbekomme. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt noch viel länger warten lassen. Ne, ich hoffe, ihr seid jetzt alle von der Toilette wieder da. Ne, denn jetzt wird spannend. Jetzt wird wieder gespielt. Oh. So für mindestens eine Stunde. Vielleicht ein bisschen länger, weil ich jetzt ja doch schon ein bisschen mehr Pausen drin hatte. Ich vergesse noch eine Bürgerversammlung zum Thema Digitalisierung. Da habe ich erfahren, dass mein Landkreis Millionen locker gemacht hat und bis 2020 100% Mobilfunk und Netzabdeckung und Breitbandausbau für Hausanschlüsse stellt. Sie sind nämlich Malta und Ungarn sind besser als wir und kostet fast nichts oder besser und finden als gutes Internet. Ja, internettechnisch sind wir in Deutschland ziemlich weit zurück. Unser Breitbandausbau und all sowas ist quasi übertrieben gesagt im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Dritte Welt. Liegt aber auch vieles am Staat. Ja, und an den Gesetzen, die existieren. Ne? Der Grund, warum wir zum Beispiel kein freies WLAN überall haben, lag ja lange Zeit daran, dass der Betreiber, also quasi der das WLAN ausführt, ne, sagen wir ein Restaurant, bietet WLAN an, das Restaurant wäre dafür haftbar gemacht worden, was die Kunden damit anstellen. Lustig, Sim, gehören wir jetzt bei uns und jetzt keinen anderen rein. T-Com hat zu 95% die Netze auch gebaut. Dementsprechend, ne, also die Telekom erlaubt Menschen, das oder anderen Firmen ihre Netze zu nutzen, aber halt nur gedrosselt und nicht zu 100%. Ne? Und sagt auch, wenn ihr unsere Netze benutzt, seid ihr selber schuld. So, wo sind wir stehen geblieben beim letzten Mal? Wir kriegen ein Automaton. Der wartet da. Unterirdischer Schutzraum. Freut mich. Lass sie mit ihrer Forschung fortfahren. Okay. Warte. Halt, stopp. Ja, ich habe mich gerade sehr gewundert, warum spielen wir Tag 4? Wir sind doch schon weiter gewesen. Ja, Entschuldigung, falsches Spiel. Das ist ja keine Wirtschaftsnation. Das Thema kam. So, genau, das ist schon mal besser. Na, hoffnungsmäßig geht's uns relativ gut. Wir bauen gerade die Reparaturstation, ne, die auch ziemlich wichtig ist. Wir haben hier die Werkstatt laufen, die unsere Generatoreffizienz mal rum ist. Achso, wir haben gerade Freizeit. Kein Wunder, dass hier was nicht funktioniert. Die Sammelstellen kommen ganz gut mit dem Kohlegenerator klar, ne? Ja. Ja, kohlemäßig geht's mir gut. Stahl habe ich so ein bisschen. Upsa. Problemchen. So, da ist ein Stahlwerk, da ist ein Stahlwerk. Das hier kann ich auch ruhig beheizen, ne? Achso, da ist ein Heizkörper an. Oh. Du bist Hütte für fliegende Jäger. Genau, das auch. Nahrungstechnisch war ja alles okay. Pro Nation, Nation, Ration ist auch alles gut. Wie schaut's denn mit, habe ich noch irgendwo, dann muss ich ganz kurz schauen, habe ich noch irgendwo Zelte stehen? Nein. Nirgendwo. Das ist ja Wunderbärchen. Popärchen. Habe ich noch irgendwo 17 Stahl. Ich kann also einen nochmal zu einem Haus austauschen. Ich komme auf minus 40 Grad. Wie ist gerade meine Wärmekarte? So, ihr seid alle erträglich. Das bedeutet, sobald
Was bist du? Achso, du bist irgendein Gebäude. Sobald wir nochmal um 10 Grad runtergehen, wird aus den erträglichen Baracken kalte Baracken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das möchten wir natürlich nicht. Was hast du verpasst? Nicht viel. Ich habe einen falschen Spielstand geladen. Das war so ungefähr das Hauptmäßige, was du verpasst hast. Unsere Suche hat nichts Wertvolles enthüllt, aber vielleicht können wir von hier aus noch vielversprechende Orte erreichen. Zerstörter Baum. Was ich mich ja frage, so, und da möchte ich jetzt auch keine Antwort haben, das ist nur so eine generelle Frage für mich. Dadurch, dass das hier quasi so ziemlich mit dem ersten Szenario 60 Ingenieure. Was glauben die, was ich hier... Glauben die, ich kann die auspupen? 60 Ingenieure. 8 Tage, 17 Stunden. Wie viel lange habe ich Zeit? Ich habe noch einen Tag, 23 Stunden. Ja, muss ich hier mal alles ausstellen, ne? Sanitätsstation ausstellen. Kriege ich die dann automatisch zur Verfügung? Nein. Okay, finde ich fies, dass mir nicht gesagt wurde, dass ich die alle brauchen werde. Also es ergibt Sinn, dass ich sie brauche, ne? Versteht mich nicht falsch. 2 Tage, 4 Stunden. Schade, noch eine Sanitätsstation. 1 Tag, 11 Stunden. Ich gehe davon aus, dass quasi... ist auch davon aus... So, 1 Tag, 1 Tag, 2 Stunden... Habe ich hier noch... Du bist noch meine Sanitätsstation, ne? Dann möchte ich auch mal kurz außer Betrieb. 21 Stunden. Ich würde das ganz gerne runter auf so mindestens 8 Stunden haben. Mindestens. Achso, was eine schnelle Pause. Ja, schnell ein Brot, ne? Schnell einen Schnitzel gemacht und dann ging es direkt los. Oder kein Ender mehr läuft als Belustigung für Commissions, roll ich mal ins Bett und gucke dann noch ein bisschen, wie es WLAN mich lässt. Uff, nur Ender für Commissions, okay. Okay. Verstehe schon. Wie viele Ingenieure habe ich? Achso, ich habe insgesamt nur 60 Ingenieure. Na gut. Das ergibt irgendwo Sinn. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Kek. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht. Nice Job, Schatten von 10 Frostbank-Streamer, bist du der zweithöchste mit Zuschauern. Ja, Frostbank hat, glaube ich, auch viel von seinem originellen Hype verloren. So, ich mach mal das hier so minimal anders. So, dann habe ich noch welche verfügbar. 17 Stunden. Ich hätte das halt auf ein runter. Zack, 16 Stunden. Zeig mir mal. Achso, ich kann die mir auch dauerhaft anzeigen lassen. Oh, das ist ja ideal. So, 13 Stunden. Und. Upp, 12 Stunden. Kannst den Discord gucken, was ich geschafft habe? Mache ich definitiv gleich. Jo. Dann schlaf auf jeden Fall lieb und gut. Und hoffentlich gibt's ein bisschen mehr zu essen morgen für dich. So, habe ich jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, da sind noch welche. Ich finde es nicht unbedingt schön, dass ich die jetzt alle hier aus den Sanitätshäusern abziehe, aber hey, was Mut, das Mut. So, das heißt, ich habe jetzt 11, die noch irgendwo anders rumgammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excuse me. Excuse moi. Wo habe ich denn noch andere rumdümpeln? Ne, nach Adam Riese und Eva Klein sind 9 plus 49, nämlich nicht 60.
Habe ich hier noch irgendwo welchen drin? Würde auf jeden Fall passen, weil mir fehlen noch drei. Nun gut. Da habe ich hier irgendwo Ingenieure. Aber nee, ne? War nicht so deppert, oder? Gute Frage. Frage ist... Achso, die aber in der Konstant dran. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die würden... Ah, okay. Okay. Gut, da muss ich gestehen, da habe ich ein bisschen gedörbt. Ihr habt's gedörbt. Ich denke mal, ich mache auch mal. Resident Sleeper werden morgen geweckt. Uff. Dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Manny, und ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, ich habe doch gerade gute Nacht gesagt. Alles gut. Alles gut. So, wie viel habe ich noch übrig? 15. Dann stecke ich hier noch zwei rein. Hier nochmal zwei rein. Ich habe gute Nacht gesagt, Leute. Oh. Was ist das? Ach, das ist eine Sonne. Die habe ich auch nochmal zugemacht, ne? Uff, uff, uff. Ich kann doch nichts dafür, dass da ein Delay zwischenhängt. Zwischen euch und mir. So. Der letzte Landdreadnought, der leitende Ingenieur des Teams, der die Ursache der Generatorfehlfunktion untersucht, nimmt dich zur Seite. Er ist sichtlich beunruhigt. Ich muss an den letzten Landdreadnought denken, der uns hergebracht hat. Er ist der einzige, den wir noch nicht auseinandergenommen haben. Zuerst schien es, als müssten wir diesen zerlegen, um den Generator zu reparieren. Aber jetzt bin ich der Ansicht, dass wir ihn intakt benötigen. Sie wissen schon, falls wir die Stadt verlassen müssen. Ganz ruhig, Herrn Büli hat das erst in einer Stunde. Uff. So, ich muss hier noch einmal... Pop. Warum sind noch zwei Leute krank? Wo sind die zwei Leute krank? Wieso ist die Unzufriedenheit gestiegen? Ich zeige euch gleich mal steigende Unzufriedenheit. So, wenn ich das jetzt auf 3 hochsetze... Achso, es kann natürlich sein, dass gerade... Wobei, nee, so kalt dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich verstehe nicht. Der Zustand des Generators verschlechtert sich. Sir, letzte Nacht war ein Knarren im Generator zu hören. Das Problem, was immer es ist, scheint schlimmer zu werden. Es gibt Gerüchte in der Stadt. Die Einwohner sind besorgt, dass der Generator wieder kollabiert. Wir müssen ihn umgehend begutachten lassen. Die Generatorbelastung steigt, die Unzufriedenheit steigt an. Mach doch nicht diesen Brudi. Schatten, den lasse ich mit dem Grund laufen und schaue in Civ 6 rein. Jo, mach das. Warum werden immer wieder einige Leute krank? So. Ich kann mir gut vorstellen, warum. Also, du bist jetzt hier angekommen, ne? Erforschen. Verlassene Anhänger. Das war nicht böse, nee. Ja, es ist halt ein bisschen unglücklich, ne? Aber muss man halt mit leben. So, warte, ich krieg hier noch... Wie viele sind da? Ach, das ist 800 Kohle. Ich dachte gerade, ich krieg Leute dazu. Eieiei. Ich lasse die erstmal hier noch weitermachen. Ne, so, ich kann das einmal ruhig auf eine Stunde noch erhöhen. Dann kann ich hier Leute nämlich dort reinstecken. Ich muss einige dann auch gleich wieder ins Gesundheitswesen stecken, bevor das schief geht. So, was ist, wenn ich da... Ich habe jetzt noch einen Tag 10 Stunden Zeit. Wenn ich da jetzt nur noch eine Person drin arbeiten lasse, wie lange bräuchte die? Eine Person hätte kein Estimate. Okay, das ist gut zu wissen. So, dann setze ich hier in den auf jeden Fall wieder mehr Leute rein, dass ich hier mehr Leute zum Arbeiten habe. Und hier würde ich auch nochmal 2 reinsetzen, einfach damit das Automaton halt nicht ewig braucht, bis es produziert ist. Auch wenn es das jetzt schon braucht. Ewig meine ich damit.
Also das freut mich zu hören, dass du in knapp anderthalb Jahren besseres Internet haben kannst. Es wäre nämlich sehr angenehm für dich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach guck mal, das ist noch eine Ruine. Ah nee, das ist eine Schneegrube. Schneegrube, Ruine. So, dass ich das einmal bitte baue. Ne, ich werde einmal für Kohle und für Holz. Damit hier nicht irgendwann die Arbeiter anfangen, gar nichts zu tun mehr. Der Generatorbericht ist bereit. Unsere Ingenieure sind mit der Untersuchung des Generators fertig. Er hat einen katastrophalen Mangel. Er wird immer wieder ausfallen und mit jeder Fehlfunktion wird die Belastung größer werden. Wir können ihn mit der Reparaturstation instand setzen, aber das wird nicht lange halten. Denn der Generator wird irgendwann völlig unbrauchbar werden und durch diese steigende Belastung explodieren. Winterheim ist im Untergang gefallen. Uff. Hierzu kommen wir eine vergebliche Mühe. Wir sollten gehen. Der Generator ist tot. Wie sollen wir ohne Generator überleben? Wieso ist das ein Todesfall? Wir müssen hier raus. Wir müssen evakuieren. So, der leitende Ingenieur sagt, dass es noch Hoffnung gibt. Wir haben unsere letzten Landrednor noch nicht zerlegt. Wenn wir ihn reparieren, könnten wir Windheim verlassen und einen anderen Ort zum Leben suchen. Die Leute haben jedoch Zweifel. Wo sollen wir denn hin? Hier draußen gibt es nichts als einziges Ödland. Soweit das Auge reicht. Du weißt davon nichts, ob die Leute werden dir glauben. Ich weiß von einer anderen Stadt. Breite die Evakuierung vor. Unsere einzige Option ist, so viele Einwohner wie möglich mit dem Land Red Nord, den wir noch nicht vollständig zerlegt haben, zu evakuieren. Wir müssen das Evakuierungszentrum bauen. Dann schicken wir Ingenieure los, um den Land Red Nord umzubauen. Wir brauchen Stahl und Dampfkerne, um Decks in bewohnbare Kabinen umzuwandeln. Außerdem Essensrationen für die Reise. Wo kann ich das Evakuierungszentrum bauen? Da, ne? Ich sag nur, mein Download ist bei 84 Kilobits und Tom sagt, bei sich schlecht ist 2,5 MB. Ja, ne? Es ist ein bisschen unglücklich, was das angeht. So. Ich gehe mal hier Richtung Zweck wieder. Glaubenshüter brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich gehe mal Richtung Schreine, um die Arbeitsleistung zu verbessern. Muss ich dafür... Muss ich ganz kurz gucken. Brauche ich dafür Stahl? Ja, brauche ich. So, aber dann kann ich hier einmal... Ach komm, die kann ich alle drei damit einpacken. Ich fühle mich gerade nicht unbedingt gut damit, die zu belügen und zu sagen, ah ja, alles gut. Nicht zu reparieren. Ach so, cool. So, du gehst einmal auf Kohle. Der andere geht dann auf Holz. Ach so, ich habe hier fertig geforscht, ne? Ach nee, der forscht noch eine Stunde. Verbesserung an der Reparaturstation. Die Evakuierung so viele Einwohner wird Zeit brauchen. Der Generator muss also so lange wie möglich arbeiten. Glücklicherweise haben unsere Ingenieure einige Ideen. Sehen wir uns das mal an. Eine Reihe angepasste Werkzeuge stärke die Effizienz der Reparaturstation. Ziel, den Generator mit Holz und Stahl um 10% voranzubringen. Uff. Okay. Ich würde ganz gerne nochmal mehr Speer auf jeden Fall rausholen. Also gut, wir haben jetzt ja gerade Dings Schicht beendet. Bist halt so wie unsere Politiker. Bemanne den... So... Wir können jetzt Ingenieure zum Landrednord schicken. Sobald sie dort sind, werden sie mit den Rohstoffen, die wir ihnen geschickt haben, den Wiederaufbau beginnen. Sehen wir uns das mal an. Einwohner 50. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. So, mache ich das mal aus. So, Ingenieure.
Okay, das wird sehr interessant. Dampfkerne. Verlassen einen Anhänger. Eine zu schwere Last. Das ist einer der riesigen Frachtanhänger, der von den Landdreadnoughts gezogen wird. In ihnen werden verschiedenste Güter transportiert. Von Baumaterialien, Kohle und Lebensmittel bis hin zu Speerschlitten und Dampfkernen. Der Anhänger ragt gefährlich weit über die Kante einer tiefen Schlucht hinaus. Er wurde verlassen, als die Eisbrücke unter seinem Gewicht nachgegeben hat. Wir können die Vorräte bergen, die gefahrlos erreicht werden können, oder riskieren, tief in den Anhänger vorzudringen, mehr Vorräte. Erstmal unversehrt lassen. Ich hole die nämlich jetzt erstmal nach Hause, weil die haben jetzt gerade 3 Dampfkerne bei sich. Und ich werde einen Teufel tun, 3 Dampfkerne in den Tod zu schicken. So, habe ich den Automaton fertig? Ich habe einen Automaton fertig. So, was mir jetzt idealerweise, oder was ich jetzt idealerweise machen werde, nachdem ich die Speer fertig habe, dass ich sage, die Automaton sollen bitte einmal hier ein Stahlwerk reinsetzen, selber forschen, dass ich quasi die Ingenieure einfach loswerden kann, ne, so gut es geht, und die Automatone von sich aus arbeiten. Es werden wieder Menschen kränker. Schau mal, wundert mich aber, warum. Warte, wenn ich hier den Technologiebaum öffne. Hier. Die Ingenieursautomatone. Dafür brauche ich noch 75 Stahl. Eieiei. Setzt euch in Bewegung, Leute, wir haben noch einiges vor. So. Das Geräusch hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Achso, ich darf ein neues Zweckfeldküchen. Aus der Heilung, Glaubenshüter. Die Unzufriedenheit steigt. Nein. Entschuldigung, ich muss ja noch. Achso, ich muss noch den Tempel bauen, sehe ich gerade. Ups, das habe ich komplett vergessen. Der Tempel. So, den platzieren wir jetzt einfach mal dahin. Na, und jetzt bauen wir noch einen zweiten Schrein, und zwar einmal. Ja. Hierhin und einmal dahin. So, Tempel gebaut. Die Hoffnung steigt. Ach, guck mal, der hat sogar einen allgemeinen. Jetzt kann ich einmal. Predigt. Da nochmal das machen. Und das kann ich. Ablenkzeit 4 Tage. So, wir haben mehr Speer erforscht. Ich würde sogar. Achso, du wartest jetzt gerade darauf, dass ich mit der Kohle fertig werde, ne? Genau. Da arbeitet der Automaton. Habe ich hier. Genau, hier habe ich die Heizung an. Die kann ich sogar aufstellen jetzt. Ja, weil ein Automaton interessiert sich nicht für Hitze. So, hier ist ein Geistlicher mit einer Gruppe Gläubiger. Sie bitten sie, die Öffnungszeiten des Wirtshauses zu verkürzen. Sie behaupten, dass die Vergnügen, die es bietet, Geist und Seele unserer Einwohner vergiftet. Die Effekte sind um 20%. Die Hoffnung steckt an. Die Hoffnung sinkt leicht. Ja, komm. Sagen wir mal, das klingt vernünftig. Jetzt gerade nicht so schlimm. Achso, ich kann jetzt mehr Speer machen. Genau. Das sollte ich einmal auch wirklich ausnutzen. So, hier hinten habe ich ja den unterirdischen Schutzraum. Da sind ja noch Leute drin. Ich würde dich aber sogar hier mal zu den zerstörten Unterkünften schicken. Mal gucken, was passiert.